Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher Elektrisiert, deinem Kanal rund um den Skoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir mal über die Degradation der Batterie bei meinem einjährigen Skoda Enyaq. Da es bisher mit den Tests bei Skoda selbst noch nicht geklappt hat, ich bleibe da natürlich weiter dran, haben viele von euch unter meinem Video kommentiert oder E-Mails geschrieben, dass es doch auch einen alternativen Test gibt von Drittanbietern. Unter anderem könnte man den ja auch beim ADAC, ÖAMTC, TCS und Co. machen. Und klar, da habe ich ihn euch mitgebracht. Hier ist er. Das ist der Test der Firma Avilo. Und den führen wir jetzt mal durch. Auf geht's. Schauen wir doch als erstes mal, was hier in dieser Box von der Firma Avilo geliefert wird. Wenn ihr da also online den Test bestellt, dann schicken die euch diesen schicken Karton zu. Und da drin finden wir einerseits eine freundliche Begrüßung, etwas gebraucht. Sie versenden diese Box übrigens immer wieder. Den Adapter, den ich jetzt hier raushol, den dürft ihr nämlich nicht behalten. Der ist nur gemietet für die Dauer des Tests. Dazu gibt es noch eine schicke Kurzanleitung. Und wenn man die Box weiter zerlegt, findet ihr unten drin noch ein Anschlusskabel. Denn das Ding an den OBD-Adapter stecken kann eine Herausforderung sein. Kombiniert mit diesem Kabel, passend für euer Auto, ist es dann allerdings kein Problem mehr. Das Einzige, was ihr dann noch bekommt, ist ein Link per SMS, womit ihr dann quasi den Test starten könnt. Und genau das wollen wir jetzt tun. Es sieht dann so aus, dass ihr sich hier unten an den OBD-Port vom Enyaq steckt und dank dieses langen Kabels könnt ihr diese Box, die dann übrigens lustig blau leuchtet, auch problemlos einfach hier in der Seite verstauen. Und sie liegt nicht im Weg. Achtet einfach beim Schließen der Tür drauf, dass ihr das Kabel nicht einklemmt. Und dann könnt ihr als nächstes die App starten. Batterieladezustand und FIN hat er bereits ausgelesen. Er liest jetzt sicherlich noch weitere Daten über den OBD-Adapter und da ist er auch fertig. Und ja, jetzt müsste die Batterie auf unter 10% fahren. Nach den ersten Kilometern ein kleiner Zwischenstand für euch und ein paar Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ich fange einfach mal hier mit der Avilo-Box an. Wenn ihr denn dann losgefahren seid, fängt die an grün zu leuchten und hier blinkt sie zusätzlich noch orange. Und was auch spannend ist, wenn wir uns die App anschauen, die hat Live-Daten, 92,5% Ladezustand, das Auto sagt auch 92% und ihr seht, 37 Kilometer bin ich gefahren plus eine GPS-Aufzeichnung der Strecke. Und dadurch, dass ihr da Live-Daten seht, ist auch relativ klar, dass hier eine eSIM drin ist, sprich eine Mobilfunkverbindung zu Avilo besteht und die Daten mehr oder weniger live gesendet werden. Bevor ich jetzt weiterfahre, noch ein wichtiger Hinweis. Dieses Video ist nicht unterstützt oder gesponsert von Avilo. Ich habe die Box online selber bestellt. Ich habe sie auch bezahlt. Das hat den Vorteil, dass man dann grundsätzlich objektiv testen kann. Ich habe es jetzt doch an einem Stück durchgezogen. 320 Kilometer sind gefahren. Der SOC ist jetzt runter auf 6%, wie ihr da vorne sehen könnt. Auf der Avilo-Webseite, die zum Test gehört, seht ihr das auch Ziel. Zustand erreicht, 6% State of Charge. Ihr bekommt übrigens währenddessen von Avilo jede Menge Nachrichten, wenn ihr unterwegs seid. Nämlich, ihr seht das hier, ihr seid runter auf 50%, ihr seid jetzt bei 15% und dann kommt, ihr seid bei 10% und der Test ist beendet. Das Testresultat ist da. Ich habe mein Batteriezertifikat erhalten und somit ist es Zeit für ein Fazit und meine persönliche Meinung zum Thema. Doch zunächst einmal, was mir richtig gut gefallen hat, ist, wie einfach dieser Test für mich als Kunden war. Der ist wirklich gut gemacht. Der führt mich super einfach und gut durch alles, was ich zu tun habe, gibt mir an den richtigen Stellen die richtigen Erklärungen und gepaart mit dieser Web-App, dass ihr quasi auf dem Smartphone auch den Fortschritt seht, ist das echt eine tolle Lösung. Auch die Rücksendung ist super organisiert. Ihr bekommt ein DHL Rücksendeetikett, einfach draufkleben, DHL informieren, zu Hause abholen lassen. Ja, finde ich sehr angenehm. Auch das Zertifikat selber, also das hier, das ist wirklich klar strukturiert, das ist schön aufgebaut und der Support ist vor allem auch sehr freundlich und hilfsbereit. Der Test selber ist eine absolut gute Kundenerfahrung. Wo Licht, da ist auch Schatten. Und was mir nicht so gut gefallen hat, das ist die Erfassung meiner Geoposition. Er trackt meine GPS-Daten. Das habe ich erst gemerkt, als ich den Test gestartet habe.
Und ja klar, man kann jetzt sagen, das ist meine eigene Schuld. Es steht ja in den AGBs von Avelo drin. Das stimmt, das steht da auch drin. Und zwar, dass man die Erfassung der Geoposition bis 3 Stunden nach der Bestellung noch ablehnen kann. Aber ich finde, das kann man durchaus klarer kommunizieren, dass das passiert, dass sie also wirklich meinen Fahrtverlauf aufzeichnen. Gemäß Website machen sie das, um die Daten zu validieren und halt um Fraud Detection zu haben, also den Missbrauch zu verhindern. Aber ja, der Moment, auf den alle gewartet haben, tada, hier ist mein Batteriezertifikat von Avelo und ihr seht, meine Batterie hat einen State of Health von 100%. Und zwar haben sie Folgendes gemessen, dass ich real 72,12 Kilowattstunden nutzen kann von neu 72 Kilowattstunden. Hier unten seht ihr dann übrigens noch die Werte von der Fahrt, also bei Fahrtbeginn, bei Fahrtende. Ihr seht, ich habe 27.000 Kilometer auf der Uhr. Legen wir das Zertifikat mal beiseite. Zu den 72 Kilowattstunden komme ich gleich, aber hier ist doch einiges merkwürdig, für mich zumindest. Und das ist jetzt meine persönliche Interpretation und Meinung, die kann komplett falsch sein. Also erstens, mein Enyaq ist 1 Jahr alt und ich bin 27.000 Kilometer gefahren. Ich fahre meinen Enyaq auch nicht gerade schonend. Ich würde schätzen, dass ich circa 1/4 aller Ladevorgänge am Schnelllader mache. Ich lade auch öfter mal auf 100% auf. Der steht auch mal über Nacht mit 100% da. Und ich bin auch nicht der schonendste Fahrer. Ich beschleunige schon gern mal schnell. Und auch im Winter nehme ich jetzt nicht besonders viel Rücksicht auf die Batterie. Trotzdem sagt das Zertifikat, dass ich eine komplett gesunde Batterie habe. Keine Degradation. Irgendwie habe ich damit so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Vor allem, auch wenn es nur ganz wenig ist, sagt das Zertifikat ja eigentlich, dass ich sogar 120 Wattstunden mehr entnehmen kann als im Neuzustand. Allerdings steht da ja Neuzustand 72 Kilowattstunden. Skoda selbst spricht von 77 Kilowattstunden. Und darüber müssen wir reden. Wichtig zu verstehen ist dabei nämlich, was Avelo selber misst und wie sie das beschreiben. Deswegen gibt es zum Batterietest noch eine zweite Seite, das ist diese hier. Und ich lese euch das von der Seite einfach mal vor. Da steht nämlich, 100% State of Health ist die entnehmbare Energie im Fahrbetrieb zwischen 100 und 0% Ladestandsanzeige. Eine Toleranz von plus minus 3% ist dabei allerdings möglich. Und zu den 72 Kilowattstunden schreiben sie unten, nutzbare Energie und Reichweite laut Herstellerangabe, so steht es auch auf der Website, beziehungsweise Avelo Referenzfahrt. Und genau hier liegt mein größter Kritikpunkt am Avelo-Test. Ich möchte das jetzt noch mal etwas genauer ausführen. Und zwar habe ich im bekannten Enyaq-Forum noch einen Beitrag gefunden, wo das jemand bei ADAC angefragt hat, wo man diesen Test auch beziehen kann. Und er hat eine sehr interessante Antwort bekommen von der ADAC Fahrzeugtechnik. Ich lese euch auch das noch mal vor. Bei der Avelo-Referenzfahrt werden Neufahrzeuge von 100 bis 0% gefahren. Das Ergebnis von mehreren Fahrten mit Neufahrzeugen für die 77 Kilowattstunden, also bei der MEB-Plattform, war, dass eine Energie von 72 Kilowattstunden entnehmbar ist. Daher verwendet Avelo hier nicht die Herstellerangabe 77 Kilowattstunden, sondern die selbst gemessenen 72 Kilowattstunden im Neuzustand. Möglicherweise behält sich VW die Differenz von 5 Kilowattstunden als Notlaufreserve vor, wenn das Fahrzeug auf 0% gefahren wurde. Eine offizielle Aussage von VW Skoda gibt es dazu bisher nicht. Soweit der ADAC. Dass wir eine Notlaufreserve haben, das wissen wir. Denn wenn ihr 0% SOC im Display stehen habt, könnt ihr ja weiterfahren. So im Schnitt noch ungefähr 30 Kilometer. Also, die Notlaufreserve gibt es. Und damit wird das Ganze für mich schwierig, was diesen Batterietest angeht. Die erste Schwierigkeit, das ist die Definition der Begriffe Bruttokapazität, Nettokapazität und entnehmbarer Kapazität im Alltag. Denn so sehe ich das, so interpretiere ich das, verwendet Avelo hier andere Definitionen als Skoda VW. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so wie ich das verstehe, ist bei Avelo die Bruttokapazität, die, so schreiben sie es auf ihrem Zettel, maximal speicherbare Gesamtenergie, während die Nettoenergie den tatsächlichen nutzbaren Anteil bezeichnet, der für den Fahrbetrieb zur Verfügung steht. Das ist aber nicht die Definition von Skoda und nicht von VW.
Bei VW, Skoda, ist die Definition der Bruttokapazität die physikalische Maximalkapazität der Zellen gemäß Zulieferer. Das sind die 82 Kilowattstunden, die auch umhergeistern. Die haben überhaupt keine Praxisrelevanz und Skoda hat sich keinen Gefallen damit getan, diese zu nennen. Denn die wird eingeschränkt auf das, was Skoda Nettokapazität nennt. Bei Skoda ist die Nettokapazität die gesamte Batterieinhalt, der zur Verfügung steht, von maximal aufgeladen gemäß Skoda bis komplett leer. Also das, was Avilo brutto nennt. Und die real entnehmbare Kapazität, das ist von 100 auf 0% gefahren, die Kapazität laut Anzeige im Auto. Die kennt Skoda nicht, den Wert gibt Skoda nicht an. Und die Nettokapazität bei Avilo ist genau diese entnehmbare Kapazität. Wahrscheinlich hat euch diese Erklärung jetzt nur noch mehr verwirrt, als dass sie geholfen hat. Auch mich verwirrt das Ganze immer ein bisschen. Darum ziehe ich gerne einen Vergleich zum Benzintank. Der ist nicht 100% präzise, aber er verdeutlicht nochmal, worum es geht. Nehmen wir als Beispiel den Skoda Kodiaq. Der hat laut Datenblatt von Skoda einen Tank von 58 Litern. Wenn ihr diesen komplett leeren Tank jetzt an der Tankstelle volltankt, ihr steckt die Zapfpistole rein und lasst laufen, dann tankt ihr keine 58 Liter, sondern die Zapfpistole hört ein bisschen vorher auf. Wahrscheinlich irgendwo bei 57 Litern oder 56 Litern, ich weiß es nicht genau. Aber sie lässt ein bisschen Luft, sie füllt auch das Steigrohr nicht, damit sich das Benzin, wenn es wirklich heiß wird, auch nochmal ausdehnen kann. Das gleiche passiert bei der Batterie, wenn ihr die aufladet. Wenn ihr die auf 100% aufladet, dann ist auch diese Batterie nicht zu 100% gefüllt, sondern es bleibt auch hier wieder ein bisschen Luft. Nichtsdestotrotz, sowohl der Skoda Kodiaq als der Skoda Enyaq würden eine 100%ige Füllung anzeigen, beim Benzintank wie bei der Batterie. Jetzt fahrt ihr beide Autos. Ungefähr bei einem Achtel Restkapazität in der Batterie oder Restmenge im Tank wird vorne die Warnleuchte angehen, mit dem Hinweis, doch bitte nachzuladen oder zu tanken. Wenn ihr jetzt weiterfahrt, wird diese Anzeige in beiden Autos irgendwann auf 0 gehen. 0% SOC und auch 0 Tankinhalt. Ist die Batterie oder der Tank jetzt leer? Nein, in beiden Fällen könnt ihr mit dem Auto weiterfahren. Ihr bleibt nicht sofort liegen. Wenn die Anzeige in dem Skoda Kodiaq auf 0 ist, dann habt ihr wahrscheinlich immer noch irgendwo 2-3 Liter drin. Die Notlaufreserve. Das gleiche habt ihr im Skoda Enyaq. Ihr habt noch ein paar Kilowattstunden drin. Ich weiß nicht genau, wie viel. Wenn ihr das jetzt betrachtet, ja, ihr tankt wirklich komplett voll, ihr ladet voll und ihr fahrt auf 0 in der Anzeige, dann habt ihr weder 58 Liter noch 77 Kilowattstunden verbraucht. Im Skoda Kodiaq habt ihr dann wahrscheinlich 54, 55 Liter verfahren und im Enyaq habt ihr dann irgendwo 72 Kilowattstunden verbraucht. Ich hoffe, damit ist es jetzt einfach mal ein bisschen deutlicher geworden. Hat sich deswegen eigentlich schon mal jemand beim Skoda Kodiaq beschwert bei Skoda? Ja, tatsächlich. Auch das ist passiert, dass es beim Customer Care Anfragen gab, warum kann ich nicht das volle Tankvolumen nutzen? Und das gleiche passiert ja beim Enyaq. Warum kann ich nicht die vollen 77 Kilowattstunden nutzen? Also ihr seht, das Problem an sich ist eigentlich gar nicht neu, sondern lediglich ein bisschen komplexer geworden mit der Batterie, weil während ihr im Skoda Kodiaq immer diese 58 Liter habt, habt ihr halt im Skoda Enyaq nicht immer diese 77 Kilowattstunden Gesamtkapazität. Das führt aber zu weit. Darüber habe ich ein eigenes Video gemacht. Das verlinke ich euch nochmal hier oben. Da erkläre ich euch alle Einflussgrößen, die auf die Kapazität einer Batterie einwirken. Und damit haben wir im Prinzip auch die Antwort auf die Frage, warum hat Avilo einen eigenen Wert? Ganz einfach, weil sie die entnehmbare Energie von 100% SOC auf 0% SOC bei einem Neufahrzeug oder bei mehreren Neufahrzeugen der MEB-Plattform gemessen haben und auf 72 Kilowattstunden kommen. Diese 72 Kilowattstunden sind auch absolut plausibel und auch richtig. Denkt an das Benzintankbeispiel zurück. Aber es ist eben nicht die gesamte Kapazität der Batterie. Das ist für mich einfach ein Problem, weil denken wir doch jetzt mal über den praktischen Nutzen dieses Batteriezertifikates hier nach. Wann mache ich denn ein solches Batteriezertifikat und wofür brauche ich das?
Auch das ist jetzt wieder alles nur meine Meinung, meine Interpretation. Wie gesagt, in diesem ganzen Teil dieses Videos kann ich komplett falsch liegen. Ich bin ein Laie, aber hey, das Zertifikat wird von Laien angefordert und von Laien gemacht, von Menschen wie mir. Also, das Erste, wo ich mir so ein Zertifikat für anfertigen lasse, das könnte sein, dass ich Garantieansprüche gegenüber Skoda geltend mache. Wir haben ja eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern, dass die Batterie mindestens 70% Restkapazität hat. Skoda berechnet das auf die 77 kW und das ist gut so, weil das ist der höhere Wert. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dass das nicht mehr da ist, dann könnte ich einen Batterietest machen. Wenn ich jetzt den Avilo-Test dafür mache, dann habe ich zwei Probleme. Erstens, Skoda wird den nicht anerkennen. Und zweitens, es ist ein falscher Neuzustandswert drauf, nämlich die 72 Kilowattstunden. Das ist nicht der Wert von Skoda. Das heißt, da nützt mir der Test nichts. Für die Garantieansprüche kann ich nur zu Skoda direkt gehen und muss den Skoda-Batterietest machen lassen. Streichen wir diesen Anwendungsfall. Der zweite Anwendungsfall für mich, das wäre der Verkauf vom Enyaq, dass ich meinem Käufer gegenüber zeigen möchte, dass die Batterie in einem guten Zustand ist. Dafür kann ich den Avilo-Test machen. Und natürlich wäre das super, mit dem Test jetzt zu verkaufen. Ich könnte ja dem Verkäufer sagen, hier, guck mal, 100% Batteriegesundheit. Aber der würde mich fragen, ja, aber warum von 72 Kilowattstunden? Skoda sagt doch, die Batterie hat 77 Kilowattstunden. Das heißt, hier müsste ich ihm jetzt erklären, warum Avilo einen eigenen Wert hat, der von dem vom Hersteller abweicht und würde damit aber im Endeffekt nur meine Verkaufschancen schmälern. Weil er wird sagen, hey, da fehlt ja schon richtig viel. Das heißt, für den Verkauf stelle ich mich als Verkäufer mit diesem Zertifikat bei einem Skoda Enyaq schlechter. Das mag ja vielleicht bei anderen Autos anders sein, aber bei einem Skoda wäre das so. Und dann habe ich noch den dritten Fall gefunden. Das ist, ich für mich möchte einfach wissen, wie gesund ist die Batterie. Aber die Frage ist, was nützt mir die Antwort darauf im Alltag? Im Alltag, und da kommt dieser Test ins Spiel, möchte ich doch wirklich wissen, wie weit kann ich fahren? Die 511 Kilometer hier, WLTP, die schaffe ich sowieso nicht. Im Alltag interessiert mich doch, wenn ich meine Batterie volllade, wie weit komme ich mit dieser Batterie? Dafür brauche ich aber ganz ehrlich den Avilo-Test nicht. Da kann ich einfach auf 100% laden, mein übliches Fahrprofil runterspulen, Autobahn, Landstraße, Stadt, und dann weiß ich doch, wie weit ich komme. Und wenn ich mich nicht traue, unter 10% zu fahren, dann ist es auch egal, wie weit ich noch kommen würde mit den 10%. Ich nutze es ja im Alltag nicht. Also um, ich sag mal, für den Alltag irgendwas zu haben, ist für mich doch die Reichweite viel wichtiger als die entnehmbare Kapazität. Und wie weit ich komme, das sagt mir mein Enyaq. Dafür brauche ich diesen Test auch nicht. Und nun, das könnte jetzt deine Frage sein, wie weiter? Nun, als abschließendes Fazit, das Zertifikat von Avilo liefert genau das, was Avilo auch auf seiner Website schreibt und testet auch genau das. Und Avilo weiß, was sie da tun, denn sie sind Batterieexperten. Sie haben die entsprechenden Verfahren, sie haben die entsprechenden Modelle. Das steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. Aber für mich persönlich liefert dieser Test und das Ergebnis dieses Tests einfach keinen Mehrwert. Ja. Einerseits finde ich es kurios, dass mein Auto überhaupt keine Degradation haben soll, aber das gilt halt auch nur zum Basiswert von Avilo, den 72 Kilowattstunden. Andererseits nützt mir dieser Test nichts hinsichtlich der Garantieansprüche, auch nicht beim Verkauf, und die echte Degradation auf die Gesamtkapazität, und die gibt es garantiert bei meinem Enyaq, die kenne ich jetzt immer noch nicht. Dementsprechend geht es hier natürlich weiter, ich werde noch ein zweites Video zum Thema machen. Und da wird es dann darum gehen, wie kann ich den State of Health auf andere Wege noch erhalten, auf ganz günstige Wege mit selber rechnen, vielleicht mit einem OBD-Adapter und entsprechenden Apps und natürlich mit dem Skoda-Batterietest selbst. Und dieses Video wird demnächst hier erscheinen. Jetzt bist du gefragt. Schreib mir doch unten in die Kommentare, was du vom Avilo-Test und meinem Ergebnis denkst. Hast du ihn selber vielleicht schon gemacht und was kam bei dir heraus? Habe ich vielleicht einen praktischen Nutzen übersehen? Habe ich allenfalls jede Menge Denkfehler und den Test völlig falsch interpretiert und bin hier komplett auf dem Holzweg? Dann schreib mir das auch in die Kommentare. Und spannend für mich, wie wichtig ist dir eigentlich der State of Health? Oder zählt für dich einfach mehr, wie viel Reichweite du hast? Ich freue mich riesig auf dein Feedback. Bitte alles unten in die Kommentare.
Und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin, bleib energiegeladen.